Name ist Josias Gasser. Ich leite die Unternehmung Josias Gasser Baumaterialien. Die Firma Galandewind ist eine private Investition von mir selber. Und zwar sind das die Erfahrungen aus der Kindheit. Ich war hier in Halderstein immer in der Ferien. Man hatte hier immer Wind. Man konnte kaum Tischtennis für aussen spielen, Federball sowieso nicht. Von daher war ich immer der Überzeugung, da müsste es an sich Wind haben für ein Windrad. Der Weg vom Wind zum Strom läuft über die Rotorblätter. Da hat es einen Generator oben. Der Generator erzeugt dann den Strom. Der Strom wird dann in einer relativ grossen Leitung dann ins Verteilnetz geführt, damit das dann im Haushalt ankommt und dort genutzt werden kann, eben für Haushaltgeräte, Waschmaschinen, Computer, Föhn und so weiter. Die Windanlage ist zurzeit noch die grösste. Die Rotorblätter überstreichen rund 10'000 Quadratmeter, also ungefähr 1 Hektar. Und das ergibt dann entsprechend den Ertrag. Wenn man es über das Jahr rechnet, dann versorgt die einzige Anlage das ganze Dorf Halderstein. Es steckt die Vision dahinter, dass wir eine Energieversorgung in der Zukunft haben müssen, die nicht atomar ist und nicht fossil. Es ist sicher eine Botschaft dahinter, dass es sinnvoll ist, die Naturkräfte zu nutzen. Vor allem so zu nutzen, dass die Natur selber nicht beeinträchtigt wird.